Hallo liebe Gartenbauenfreunde, hallo liebe Eisenbahnfreunde. Hier ein kurzes Video zur Erklärung für einen Gartenbauenkollegen, der bei einer BR64, wenn er die Triebwerksbeleuchtung einschaltet, da das Spitzenlicht ausgeht. Wir werden jetzt mal ganz schnell den ESO-Decoder mit dem Logprogrammer-Software auslesen, Decoder auslesen und ändern. Decoder wird ausgelesen. Und schon haben wir den Decoder für die Einstellung vorbereitet. Jetzt ist die Funktionszuordnung gefragt. In der Funktionszuordnung finden wir alle Zustände wieder, wie es sein soll, für jede F-Taste, was passieren soll, was für Ausgänge angesteuert werden, welche logische Funktionen und welche Sounds da im Prinzip funktionieren sollen, wenn die F-Taste gedrückt wird. Ja, wir haben auf F21 ist dieser Lichtausgang für die Triebwerksbeleuchtung eingespeichert. Das kann ich ja mal runterscrollen. Da haben wir hier F21 AUX 2. Genau, das ist die Triebwerksbeleuchtung. Und jetzt ist das Problem, wenn das Spitzenlicht eingeschalten ist, soll F21 nicht funktionieren, wenn F21 eingeschalten wird. Diesen Zustand kann man benutzen, wenn man so eine Funktion haben möchte, dass halt ein Licht ausgeht, wenn was anderes angehen soll. Aber hier in dem Falle wollen wir ja die Triebwerksbeleuchtung anmachen können, obwohl das Spitzenlicht auch an ist. Und da müssen wir ganz einfach den Zustand F21, nicht F21 herauslöschen. Und da suchen wir uns jetzt F21 und da ist im Prinzip das Aus eingestellt. Da gehen wir auf Ignorieren, machen die Seite wieder zu. Jetzt gehen wir auf Rückwärts F0. Da wollen wir auch die F21 nicht beachten. Dann schalten wir das auch aus. Ignorieren. So, jetzt wird das Ganze auf den Decoder geschrieben. Diese Zustände, die wir jetzt im Prinzip ausgewählt haben. Und dann werden die Decoder-Daten geschrieben, die wir jetzt haben möchten. Und schon ist die Sache beendet. Jetzt können wir das im Prinzip, wenn wir jetzt diese App schließen wollen, fragt er uns noch, ob wir die Änderung an dem Projekt speichern wollen. Dann können wir auf Ja gehen und dann kommt meine Datei, wo ich die ganzen Logs, die ganzen Projekte gespeichert habe und da gehe ich auf dieses Projekt, wo das wieder gespeichert werden soll, diese neuen Zustände und dann speichere ich das. Natürlich ersetze ich das jetzt, weil ich ja diese Datei etwas verändert habe. Wenn man dies nochmal extra speichern möchte, muss man natürlich den Dateinamen noch etwas abändern. Und dann speichere ich das. Und somit haben wir
jetzt den Zustand auf dem Decoder eingestellt, dass die Triebwerksbeleuchtung eingeschalten werden kann und das Spitzenlicht auch anbleibt. Das sind wenige Schritte, wo man viel bewirken kann, und das geht mit vielen, vielen anderen Funktionen, ist das genauso machbar. Und ja, bis zum nächsten Mal wieder mit vielen Informationen für den einen oder anderen. Den einen oder anderen wird es nicht interessieren, weil es ist was Grundlegendes. Dann bis später, euer Carsten.